Was noch wichtig zu erwähnen ist, dass LTE, wenn wir LTE-Smartphones haben, haben wir als Vodafone nochmal Zusatzfunktionen. Da ist auch ein Smart Call oder ein Video Call möglich. Das heißt, ein Voice over IP, also ein VoIP Call und Video over IP ist möglich. Ich zeige das mal als Option. Also ich bin jetzt ein LTE-Handy. Diese Handys, die mit unterlegt sind, sind LTE-Handys. Auf der Messe werden hier natürlich gerade parallel sehr viele LTE-Smartphones ausprobiert. 72 Mbit sind es jetzt, also schon ein besserer Wert. Das ausgestellte Gerät hat einen internen Speicher von 16 GB. Es wird aber auch mit 32 oder 64 GB Speicher erhältlich sein. Es hat einen 4,8 Zoll, also 12,2 cm HD Super AMOLED Touchscreen. Zusätzlich eine 8-Megapixel-Kamera, natürlich GPS, Wireless LAN und einen NFC, also Near Field Communication Chip drin, um auch möglicherweise in der Zukunft entsprechende Zahlungsanwendungen und ähnliches nutzen zu können. Ja, also war mir alles schön gemacht.